Hallo ihr Lieben, hier ist die Abby. Ich möchte euch heute mal so ein bisschen erzählen, was ich in diesem Jahr so geplant habe und vor allem, was ich nicht mehr geplant habe oder ja, wie man es halt auch jetzt nennen möchte. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Video und dann quatschen wir mal drauf los. So, okay, ihr Lieben. Also, ihr wisst ja, ich hatte ja letztens ein Video hochgeladen und da hatte ich ja gesagt, das Jahr war schrecklich, das war dann alles so stressig und mir ging es nicht so gut und so weiter und so fort. Könnt euch ja das Video gerne nochmal anschauen oder ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. So, und für dieses Jahr ist es auf jeden Fall so, ich möchte das alles nicht mehr. Also, ich möchte diesen Stress nicht mehr haben. Ich möchte das, naja, ich sag mal so, jetzt 2023 alles ein bisschen besser auf die Reihe bekommen und nicht so ein, ja, nicht so ein Chaos entstehen lassen, und weil ja, das stresst halt, wie gesagt, einfach. Ja, und ich habe mir jetzt so gedacht, ich werde, also was diesen Kanal jetzt hier betrifft, habe ich ja schon mal gesagt, ich höre nicht auf mit YouTube und diesen Kanal, den führe ich auch weiter regelmäßig fort. Aber was jetzt ganz wichtig ist, ich werde nicht mehr, naja, nicht mehr jeden Tag ein Video hochladen. Auf jeden Fall, weil ich glaube, ich kriege das einfach nicht, ja, nicht auf die Reihe, wenn ich dann nur das eine mache und alles andere nicht mehr mache. Also, wie gesagt, ich lade auf jeden Fall weiterhin Videos hoch, aber eben nicht mehr jeden Tag. Das muss ich mir noch überlegen, wann genau oder wie oder wahrscheinlich eher etwas spontaner so vielleicht. Ich weiß es noch nicht so genau. Darüber habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Und was den Content von diesem Kanal betrifft, bin ich mir jetzt auch nicht so zu hundertprozentig sicher gerade. Also vorerst, naja, also es bleibt auf jeden Fall hauptsächlich ja hier Star Stable. Aber eigentlich wollte ich ja auch noch andere Spiele ja mitmachen. Eventuell, ich tendiere wahrscheinlich eher, naja, eher dazu, dass das auch erstmal, naja, ich das auch erstmal nicht fortführe. Also, naja, so anderen Content halt, sondern doch mehr so Star Stable, denke ich, dass es erstmal vorläufig dabei bleibt oder so. Ja, ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ich muss erstmal reinkommen und dann mal schauen, wie das Ganze so ist. Weil eigentlich wollte ich ja eher Star Stable Videos hochladen, aber eben noch andere Spiele. Und da bin ich mir aber jetzt gerade nicht 100% sicher, wie ich das mache. Weil da gibt es nämlich noch ein großes Weil oder ein Aber. Und zwar, einige von euch kennen ja meinen Kreativkanal. Ich habe ja noch einen Kreativkanal und ich bin gerade dabei, den jetzt, naja, so richtig aufzubauen. Und weil die meisten von euch, naja, oder ja, viele von euch, die wissen ja, dass ich selbstständig als Künstlerin tätig bin oder ja, künstlerisch tätig bin. Und also mir kommt das eigentlich sehr, 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 sehr gut. Ich habe das schon so lange vorgehabt. Ich schiebe das immer auf die lange Bank und wollte eben den Kanal auch so ein bisschen damit verbinden, weil was gibt es Besseres, als wenn man seine Arbeit macht, also so künstlerische Arbeit vielleicht oder so, und das dann direkt mit YouTube noch verbindet. Das passt doch perfekt, oder nicht? Und ich habe da nämlich auch das Problem, momentan zeichne ich halt immer nur so, ja, Bilder, so Porträts und Tiere, so, ja, von Kundenfotos ab, und das wird mir so, naja, auf Dauer so ein bisschen eintönig, so ein bisschen langweilig. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen mäh. Ja, und da passt eben der Kanal auch, damit ich das alles mal so ein bisschen wieder aufleben lasse. Und ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Also wie gesagt, auf dem Kanal kommen dann eben so kreative Sachen. Ich probiere da einiges aus mal und sowas. Was war das denn jetzt? Das hat mein Hund irgendwas gemacht. Ja, und auch sowas wie Vlogs werd ich da hochladen. So ein bisschen aus dem Privaten auch, aber immer wahrscheinlich eher, was dann so ein bisschen auch mit, ja, mit meinem Alltag eher zu tun hat, mit den Kreativsachen zu tun hat und ja, meine Arbeit eben. Und ja, irgendwie sowas halt. Genau, also wenn ihr da so ein bisschen was aus meinem Privat, naja, aus meinem privaten Leben oder aus meinem echten Leben sehen wollt, ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal mal aufsucht oder da ein Abo da lasst, natürlich auch dann die Videos schaut und so. Das würde mich wirklich sehr, 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 sehr unterstützen. Ich habe da schon mittlerweile jetzt auch schon über 1000 Abonnenten und das ist richtig gut. Also das macht auch total Spaß, ja. So, das nur mal so grob zusammengefasst. Also diese beiden Kanäle, diesen Abby-So-Kanal und den Kanal Abby's Creation, diese beiden werde ich jetzt erstmal vorläufig
ich, also erstmal vorläufig, am meisten beachten. Ja, weil, ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. So, die anderen Kanäle, ich habe ja noch mehrere Kanäle. Der Kanal von meiner Tochter, da weiß ich jetzt nicht, ob sie jetzt Videos machen möchte. Das muss sie dann entscheiden, darüber kann ich jetzt nichts sagen. Und ich habe ja noch den Roblox-Kanal, den werde ich jetzt wahrscheinlich doch erstmal auf Eis legen müssen, weil ich schaffe das einfach zeitlich dann nicht. Und mir ist der Abby's Creation-Kanal und der Abby-So-Kanal hier erstmal tatsächlich viel, 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 viel wichtiger. Ja, so, ich habe dann noch zwei andere, weitere YouTube-Kanäle, davon wisst ihr aber nichts. Das soll auch erstmal, naja, das soll jetzt auch keiner wissen. Das ist ein anderes Thema, das hat aber jetzt hier mit nichts zu tun. Genau. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich hier auf jeden Fall Quest-Videos hochlade. Oder eine andere Idee wäre halt noch gewesen, dann noch ein Kanal. Aber das würde irgendwie alles zu viel, dass ich dort dann eben Quests hochlade und andere Spiele. Aber da bin ich mir eben auch noch nicht so sicher, ja. Was ich auf alle Fälle vorhabe, ist die Sache mit dem Discord-Server. Ich hatte ja schon recht eine Weile, sagen wir mal, ja, einen Discord-Server gehabt und den habe ich dann gelöscht. So, ich hatte aber später dann schon was Neues aufgebaut, das ist auch tatsächlich immer noch so und das Thema, das steht für mir, also mir persönlich ja jetzt immer noch so, ja, im Raum und ich würde das auch gerne wieder so ein bisschen aufbauen, weil ich fand das eigentlich immer sehr schön, wenn man dann so ein bisschen miteinander reden kann oder miteinander chatten kann oder ja, aber das dann wahrscheinlich für die beiden Kanäle, also einen separaten Discord-Server für Abby so quasi und einen separaten Discord-Server für den Abby's Creation-Kanal. So habe ich mir das vorgestellt. Genau, ich finde es eine gute Idee, dann schauen wir mal. Was noch oft gefragt wurde, ist, ob ich dann wieder einen Reitclub in Star Stable mache, bin ich tatsächlich auch am Überlegen. Aber nur, wenn das eben nicht so viel Arbeit bedeutet. Also, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wird es dann eher nur so ein Freizeitclub, wo man halt hin und wieder was macht. Aber naja, zeitlich, ich bin mir halt nicht sicher. Durch das neue Clubsystem, also was man kann ja jetzt festlegen, wer dann da welche Rechte hat und sowas, ist das natürlich ja schon mehr möglich, sag ich mal. Also man könnte das schon eher umsetzen so, aber ja, es ist noch so ein großes Fragezeichen. Ich muss darüber mal noch ein bisschen genauer nachdenken, ja, da bin ich mir wirklich noch nicht so sicher irgendwie, ja. So, was ich mir auf jeden Fall auch noch überlegt habe, ist das Thema mit den Livestreams. Ich möchte auf jeden Fall wieder diese Livestreams machen. Ich mache das eigentlich total gern, aber da mir es halt immer, ich immer so ein bisschen privat diese Probleme und so dann hatte, da hatte ich dann irgendwie keinen richtigen Elan dafür und ja, ihr kennt das ja selbst, wenn es euch nicht so gut geht, habt ihr dann wahrscheinlich auch zu nichts Lust und ja, das Thema ist auf jeden Fall weiterhin aktuell, das möchte ich auf jeden Fall weitermachen. Wahrscheinlich, schätze ich mal, wird das vielleicht ein Stream alle 2 Wochen oder so, eventuell. Ich bin mir da noch nicht sicher, aber das möchte ich auf jeden Fall machen oder dann eben spontan so ein bisschen, ja, also auf jeden Fall ist das auf jeden Fall ganz groß Thema bei mir, das mit den Livestreams, dass ich das auf jeden Fall wieder machen möchte. Auf alle Fälle, ja. So, und wenn wir jetzt, noch das Private so ein bisschen, die privaten Vorhaben noch so ein bisschen angehen würden, dann kann ich auf jeden Fall sagen, ich möchte halt, naja, alles ein bisschen organisierter haben und nicht mehr so viel Stress. Das hatte ich ja schon gesagt am Anfang jetzt, glaube ich, ne? Also auf jeden Fall sollte das alles ein bisschen stressfreier werden und ein bisschen etwas organisierter. Ja, das ist mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig für dieses Jahr. Genau. Ja, und dann kommt ja noch hinzu meine Tochter, die Mini-Abby. Sie geht ja von der Grundschule runter dieses Jahr. Und wechselt dann ja höchstwahrscheinlich dann aufs Gymnasium und das ist ja dann auch nochmal so ein neuer Schritt für alle oder ja für uns alle halt, also aus meiner Familie und so.
Ja, und da muss ich dann ja auch mal schauen, wie das Ganze dann so läuft, wie das dann funktioniert. Deswegen kann ich auch jetzt nicht so richtig sagen, wie das dann mit dem Kanal von meiner Tochter weitergeht. Ja, es ist ein bisschen noch ungewiss, sag ich mal. Ja, so, genau. Ich glaube, das war's, glaube ich, oder? Nee, das war's noch nicht. Ich habe ja noch das Thema mit den 10.000 Abonnenten. Und zwar, ich habe die 10.000 Abonnenten ja eigentlich schon längst erreicht, aber dann habe ich gesehen, dass die 10.000 Abonnenten wieder weg waren. Dann haben viele den Kanal entabonniert, was natürlich sehr schade ist. Aber jetzt müssen wir die irgendwie wieder neu erreichen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon habe jetzt wieder. Es war zwischendurch mal wieder 10.000, dann waren es wieder weniger, dann waren es wieder 10.000, dann waren es über 10.000, dann waren es wieder unter 10.000. Also das schwankt immer so ein bisschen. Und da macht das irgendwie keinen Sinn, jetzt dann irgendwie so ein Gewinnspiel oder sowas zu machen, weil das habe ich ja auch noch vor. Ich hatte so als Idee gehabt, dass man vielleicht so eine Art, naja, so ein Malwettbewerb oder so machen. Und da gibt es halt drei Plätze. Also das ist dann das 10.000 Abonnenten-Spezial. Eins davon zumindest. Und ich habe noch andere, ja, Abonnenten-Spezial-Videos ja geplant. Und da muss ich dann aber mal schauen, weil das macht irgendwie keinen Sinn, wenn ich jetzt die 10.000 Abonnenten erreiche und dann lade ich ein Video hoch und dann, also wegen den 10.000 Abonnenten und wenn es hochgeladen ist, dann sind es auf einmal doch keine 10.000. Also ich muss da, glaube ich, erst ein bisschen abwarten, bis es das dann so ein bisschen drüber ist, damit das nicht gleich wieder auf 9.000, ja, irgendwas runterfällt. Das ist auch noch so ein Thema auf jeden Fall. Da gibt es auf jeden Fall ein Spezial. Ja, also ich sage nochmal an der Stelle, ich würde mich natürlich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, also den Kanal hier, Abiso, den Abby's Creation Kanal und natürlich auch den meiner Tochter, weil ich glaube, dass die drei Kanäle erstmal vorrangig weiterlaufen. Also auf jeden Fall. Vor allem auch der Abby's Creation Kanal. Habe ich ja schon gesagt, dass ich den ja aufbauen möchte, also weiter aufbauen möchte. So, ich glaube, ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen, aber ich glaube nicht. Oder ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Jedenfalls, ich wollte sagen, das war es jetzt erstmal an der Stelle mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video, Livestream oder so wieder. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bedanke mich fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald. You don't know how I shiver inside. Doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my head.